Heute kommen wir nach Kemer und besichtigen zusammen das Hotel Rixos Bildibe 5 Sterne. Stellt eure Fragen in den Kommentaren, wir versuchen alles zu beantworten. Dies ist das gemütlichste Hotel der Rixos-Kette an der Küste von Antalya. Es liegt im Dorf Bildibe, das nur 18 Kilometer von der Stadt Kemer entfernt liegt, direkt am Meer und gleichzeitig ganz nah von den Bergen. Die Küstenstadt Bildibe ist etwas kleiner als die übrigen Städte an der türkischen Küste. Das macht Rixos Bildibe besonders gemütlich und abgelegen. Es ist sehr beeindruckend, dass für alle Gäste der Rixos Hotels in Antalya der Transfer und der Eintritt in den Park The Land of Legends geschenkt werden. Das Gelände des Hotels ist recht kompakt, alles liegt in der Nähe. Wenn man nachts das Fenster öffnet, kann man das Meeresrauschen hören. Im Grünen auf dem Hotelgelände kann man immer einen abgeschiedenen Ort für Romantik finden. In der Nähe des türkischen Restaurants am Meeresufer gibt es einen sehr coolen Bereich zum Entspannen. Es gibt hier auch einen Aromagarten. Hier wachsen Kräuter und Tees, die gepflückt und sofort im Spa zubereitet und getrunken werden können. Die Neuheit dieser Saison ist ein Open-Air-Kino. Man wird natürlich zustimmen, das ist ungewöhnlich und nicht jedes Hotel kann sich damit rühmen. Die Mahlzeiten im Hotel basieren auf dem All-Inclusive-System und darin zeichnet sich die Rixos-Kette immer aus. Das Essen ist abwechslungsreich, frisch und immer lecker. Darüber hinaus verfügt das Hotel über 5 à la carte Restaurants und pro 7 Übernachtungen besteht die Möglichkeit, ein Restaurant zur Auswahl türkisch, italienisch oder Meeresfrüchte zu besuchen. Der Besuch eines japanischen und eines französischen à la carte Restaurants ist aber ausschließlich kostenpflichtig. Das Hotel verfügt über einen Außenpool ohne Rutschen, der nur während der Sommersaison von Mai bis Oktober geöffnet ist. Und das Hallenbad ist im Winter von November bis April beheizt. Rixos Bildibe verfügt außerdem über ein Anjana Spa Center, in dem allen Gästen ein Ruhebereich, ein Hallenbad, Fitnessmöglichkeiten, eine Sauna und ein gemeinsames türkisches Hammam kostenlos zur Verfügung stehen. Das Hotel verfügt über seinen eigenen Sand- und Gießstrand. Und obwohl er wie bei vielen Hotels in dieser Region recht eng ist, verfügt das Hotel über einen ziemlich großen Bereich vor dem Strand. Eine Rasenfläche, auf der es Liegestühle, große Strandbetten, Hängematten und auch eine Strandbar gibt. Für Kinder von 4 bis 12 Jahren hat das Hotel im Jahr 2022 seinen Miniclub komplett erneuert. Jetzt gibt es hier zahlreiche Räume für alle Altersgruppen und Interessen und es gibt sogar einen Bereich mit einer Sony PlayStation. Der Spielplatz befindet sich auf dem Gelände des Miniclubs. Und auch für Kinder gibt es einen exklusiven Sportclub, Yoga, Tabata, Boxen, Sportspiele für Kinder und so weiter. Für Kinder gibt es selbstverständlich ein eigenes Kinderbecken. Das Personal ist höflich und taktvoll, die Zimmer sind geräumig mit ausgezeichnetem Design und Renovierung. Wir können dieses atemberaubende Hotel für einen erholsamen und angenehmen Aufenthalt seelenruhig empfehlen. Freunde, wenn ihr Fragen habt, stellt diese in den Kommentaren. Wir beantworten sie immer gerne. Abonniert den Kanal und vergesst die Likes nicht. Wir veröffentlichen jede Woche Übersichten über neue Hotels.